Ich muss nächstes Jahr Steuern nachzahlen, will aber das Geld jetzt am besten investieren. Glaubst du, das geht gut bis nächstes Jahr? Was bedeutet jetzt genau bis nächstes Jahr? Wenn wir davon ausgehen und natürlich auch hoffen, dass es so kommt, dass wir nach dem Halving letztendlich diese Anstiege sehen werden und du erst am Ende nächsten Jahres zahlen musst, könnte das gut aufgehen. Könnte. Aber ihr wisst, wie das ist mit diesen Prognosen. Ich habe Geld jetzt wieder eingezahlt, keine kleine Summe in Bitwavo. Werde die nächsten ein, zwei Tage noch abwarten und sehen. Einige Coins haben noch sehr, sehr gute Einkaufsbereiche, vor allem die, die ich noch aufstacken wollte. Hallo, mein Bester. Denkst du, die Altcoins werden noch ein Stück wahrscheinlich tiefer fallen, bevor der Anstieg kommt? Bin zu 90% investiert und nur in 15 Altcoins. Was kann ich dir jetzt an der Stelle sagen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir müssen sehen, was Bitcoin macht, ob bestimmte Resistance- und Support-Areas halten. Wenn diese nicht halten, nee, ich glaube nicht, dass die Altcoins ihr eigenes Ding drehen werden und nicht Bitcoin folgen. Ich glaube, alles wird zusammenfallen, wenn es fällt. Müssen wir mal abwarten und gucken, ob wir uns hier wieder auf die 30.000er-Ebene hoch bewegen und uns dort in diesen Bereichen wieder aufhalten längerfristig. Das wäre dann auf jeden Fall eine Bestätigung dafür, dass das nur ein kleiner Flash-Crash war und wir wieder einen Anstieg sehen. Sollten wir uns aber je länger wir uns hier unten aufhalten, umso gefährlicher kann das werden. Haut mal auf den Like-Button. Genau, sonst trifft euch der Blitz beim Kacken. Investiere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen.